Hallo Sarah, hier ist deine Aufgabe, die wir per Mail im Prinzip schon abgehandelt hatten. Zeigen Sie, dass f von x gleich x hoch 3 minus 2x Quadrat minus 3x plus 10 nur eine Nullstelle hat, und zwar bei n minus 2 und 0. Also der Punkt n mit den Koordinaten minus 2 und 0, der x-Koordinate minus 2 und der y-Koordinate 0. Und hier ist jetzt auch schon mal der Lösungsweg, LW. Und der lautet, als erstes Mal müssen wir Polynomdivision machen, denn wir haben ja schon einen Linearfaktor gegeben, und das ist durch diese Nullstelle hier. Ja? Kann man sich auch nochmal Polynomdivision angucken, und da gibt es schon einige Videos zu, die das beinhalten. Wie man darauf kommt, ich werde es auch gleich nochmal erklären. Und zwar haben wir hier diese Funktion, die teilen wir durch x plus 2. Warum, erkläre ich gleich nochmal. Also das ist die Polynomdivision. Dann kommt eine quadratische Funktion raus. In diesem Fall kann man schon gleich wissen, wir teilen ja x hoch 3 im Prinzip dann durch einen Linearfaktor mit x hoch 1. X hoch 3 durch x hoch 1 wird nachher ja auch gleich rauskommen, ist x Quadrat. Und dann machen wir eine PQ-Formel. Und wenn wir zeigen wollen, dass die nur eine Nullstelle hat, dann müssen wir einerseits zeigen, dass die Polynomdivision durch x plus 2 keinen Rest ergibt. Ja, Polynomdivision ohne Rest könnte man auch sogar noch hinschreiben. Finde ich eigentlich gerade ganz witzig. Und zweitens PQ-Formel ohne Lösung. Das ist das, was wir nachweisen müssen, und damit wollen wir jetzt auch gleich anfangen. Also wir schreiben hin x hoch 3 minus 2x Quadrat minus 3x plus 10 geteilt durch x plus 2 ist gleich. Die Erklärung, warum x plus 2, ist einfach so, dass wenn wir jetzt hier zum Beispiel a durch b gleich c hätten, das ist ja die Struktur, ein Term, den nennen wir a, den anderen Term nennen wir b, und der dritte Term ist c, dann können wir diesen Term ja umformen mit mal b, dann ist nämlich a gleich c mal b. C ist jetzt die quadratische Funktion und b ist dieser lineare Term. Wenn dieser Term b 0 wird, ja, dieser Term b heißt ja jetzt x plus 2. Wenn wir da die minus 2 einsetzen, kommt da 0 raus und dann ist der gesamte Teil 0. Wenn dieser Teil 0 ist, dann ist das natürlich die Nullstelle von dieser Funktion, diese 2, die wir hier eingesetzt hätten. Aber das ist eine Sache, die braucht man nicht so dringend, um die Punkte einzukassieren. Hier kann man sich auch einfach merken, genau das. Ja, zeigen Sie, dass diese Funktion nur eine Nullstelle hat, und zwar bei einer hoch 3 Funktion und eine Nullstelle gegeben, dann ist es tatsächlich so, Polynomdivision ohne Rest, zweitens PQ-Formel ohne Lösung, fertig ist die Laube und weiter zur nächsten Punkte-Runde. Also x hoch 3 durch x ist x Quadrat zurückgerechnet ist tatsächlich x hoch 3, x Quadrat mal 2x ist plus 2x Quadrat. Das geht jetzt hier ein bisschen schneller, aber es gibt ja schon ein Basisvideo Polynomdivision. Das kann man sich gut angucken. Hier kommt jedenfalls raus minus 4x Quadrat, minus 3x schreibe ich schon gleich hin. Minus 4x Quadrat durch x ist minus 4x. Minus 4x mal x ist nämlich hier zurückgerechnet minus 4x Quadrat. Minus 4x mal 2 ist minus 8x. Dann wird das Ganze hier zur 0 und hier steht minus 3x minus minus 8x ist 5x plus 10. Und wenn man geübt ist, sieht man gleich hier steht das Doppelte wie da. Hier steht das Doppelte wie da. Und dann ist alles klar. Also 5x durch x ist plus 5. 5 mal x ist nämlich 5x. 5 mal 2 ist plus 10. Zack, kein Rest. Das ist das, was hier steht. Und hier steht tatsächlich eine quadratische Funktion, wie wir das vorhin gesagt haben. Da wollen wir die PQ-Formel machen und da sollen keine Lösungen rauskommen. Das heißt, hiervon können wir auch nochmal die Nullstellen bestimmen. Dieses hier sagt jetzt, dass das eine Nullstelle ist. Das erste, was dabei rauskommt. Und jetzt müssen wir mit dem hier weiterrechnen, um weitere Nullstellen rauszukriegen. Und da darf jetzt nichts mehr rauskommen. Das heißt, 0 ist gleich x Quadrat minus 4x plus 5. Dann ist ja x1, 2 gleich negative Hälfte von minus 4 ist 2, plus minus Wurzel aus 2 zum Quadrat ist 4, minus q, 4 minus 5 ergibt minus 1. Und das ist ein Widerspruch in den reellen Zahlen. Das heißt, in den reellen Zahlen haben wir keine negativen Wurzeln oder keine negativen Radikanten oder Wurzeln erlaubt. Und deswegen können wir konstatieren, da wir eine Polynomdivision durch den Linearfaktor, der sich hieraus ergibt, haben, die keinen Rest ergibt. Und das Ergebnis der Polynomdivision liefert keine weiteren Nullstellen, wenn wir da weiter nach Nullstellen suchen, können wir sagen, dass diese Funktion nur eine Nullstelle hat, und zwar genau diese. Bin schon auf Kommentare gespannt.